Also wenn ich irgendwo flächenspezifisch ausbringen will, muss ich auch irgendeine Technik haben, die das kann. Spritze, Düngerstreuer, Sämaschine, all das, was irgendwie steuerbar sein soll, ist meistens vorhanden, weil diese Technik in den letzten Jahren sich so weit entwickelt hat, dass das eigentlich der Standard ist. Zweite Geschichte, wer sieht das, diese Maschine, oder wenn es Selbstfacher ist, wie bekomme ich Daten auf diese Maschine, was auch ein bisschen standardisiert ist. Und dort ist das ISO-XML, das haben Sie alle schon mal gehört. Sie kennen ja diesen ISO-Bus, wo halt Schutzspritzen und Düngerstreuer angesteuert werden von der Maschine. Und das ISO-XML ist ein Bestandteil, der sagt, wie kriege ich jetzt Aufträge auf dieses Terminal drauf, sodass ich danach düngen, spritzen kann. Und wie kann ich solche Aufträge auch abarbeiten und wieder zurücklesen. Die meisten Terminals heute können das. Verschieden sind die Wege, wie diese Daten auf das Terminal kommen. Meistens ist es ein USB-Stick. Manche bieten da Online-Varianten an, wie bei Fan, das Valodoc, oder bei John Deere, dieses MyJohn Deere und andere Hersteller wieder anders. Letztendlich passiert dann nichts weiter, als dass dann irgendwelche Dateien auf dieses Terminal kommen und diese Dateien abgearbeitet werden. Was jetzt in der Praxis so als Problem auftritt, was ich dann in den Gesprächen immer so raushöre, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich will. So, wir haben es auch in den vorherigen Vorträgen gehört, das, was ich will, ist ja eigentlich im Wesentlichen mein Düngemittel, meine Betriebsmittel besser einzusetzen, besser zu verteilen, sodass ich mit dem gleichen Aufwand mehr letztendlich rausbekommen, mehr Nutzen habe. Mehr Ernte oder die Qualität der Produkte besser ist. Also alles, was ich mit Precision Farming erreichen will. Was in der Praxis dann oft auftritt als Probleme ist, dass das viele einfach überfordert und sozusagen, wie Herr Leitwolf als Vorredner sagte, die guten Karten da haben, aber da nichts passiert. Und das muss nicht sein, Sie bekommen diese Karten ja auch oft in digitaler Form, also Sie heißt, wie sowas anbieten, machen das und warum nicht damit arbeiten. Problem kann sein, dass halt, wie es oft ist, ein gemischter Fuhrpark da ist, wo vielleicht Inkompatibilitäten sind, dass dieses Terminal nicht mit dem arbeitet oder dass dort das ISO-XML nicht geht, weil dort ein älteres Terminal ist und. Das muss man natürlich irgendwo feststellen, was geht, was nicht geht, probieren und Riesenproblem, diese eigene Welt in der Maschinenherstellung, wo ja immer der Hang dazu da ist, sich allein zu präsentieren und in die Welt den anderen reinkommen zu lassen. Schon hier so ein typisches Beispiel, die sich zwar auch so ein bisschen geöffnet haben, aber das dauert noch lange bei denen. Problem immer, was ich beobachte, zu komplexe Herangehensweise, ich sage immer, einfach anfangen, dass man sieht, es funktioniert. Ich erziele Ergebnisse nicht optimal. Und wenn ich was mal angefangen habe und begriffen habe, so geht's, kann ich verfeinern. So ganz typisches Herangehen. ISO-Bus, ISO-XML sind alles gut genormt, aber schlecht umgesetzt. Das erleben wir in der Praxis. Also da muss man aufpassen, dass man auch nicht so viel will. Und je älter die Maschinen, umso schwieriger wird das. Ganz gefährlich sind irgendwelche Updates und Terminals und jeden Sachen nicht mehr. Das kennen Sie. Und was ich auch in der Praxis sehe, da wird euphorisch angefangen und das geht und macht und tut und dann irgendwann war es doch zu kompliziert und es schlägt ein. Weil mal was nicht geklappt hat, die Datei ging nicht, das Terminal hat einen Fehler gebracht und drin. Erlebe ich immer wieder mal, dass es halt Probleme gibt, es soll schnell gehen, dann geht das nicht. Da muss man halt im Vorfeld auch mal probieren, ob es wirklich funktioniert. Nicht am Tag nichts erwarten, dass gleich alles 100% läuft. So, und wenn ich jetzt irgendwo Precision Farming praktisch draußen machen will, muss ich schlagkräftig sein. Also mir nützt das nicht, wenn ich 2 Wochen Vorlauf brauche, um irgendeine Düngenkarte zu erstellen. Das macht keiner. Das muss heute entscheide ich die Düngen. Also will ich jetzt einen Auftrag erzeugen und heute rauskriegen. Und vielleicht noch unklar, dass sie vielleicht auch andere Schranken mitmachen. Also das
dass ich das Wort noch in die Gegebenheiten ausnutzen kann. So, hier nochmal ganz kurz, ich höre gleich auf mit den Folien. Mein simplen Ansatz, den ich heute hier beschreibe, ich werde Ihnen gleich ein praktisches Beispiel zeigen, also wie ich Daten online hole und mit diesen Daten schon mal Precision Farming Karten erstelle und auf die Maschine bringe. Sie haben jetzt hier einen Quantenblock, sind das alles Quantenblocker hier, oder gibt es auch aus anderen Bundesländern? Eine Ausnahme sehe ich hier. Brandenburg ist ja das Paradies der Daten, die es öffentlich gibt. Können Sie sich ja glücklich schätzen, Sie können ja hier runterladen, Luftbilder sowieso, Flurkarten, Bodenschätzungen, Nutzartenbereiche, Feldblöcke. Damit können Sie schon sehr, sehr viel anfangen. Alles kostenlos, Sie können die kostenlosen Servicedienste nutzen in Brandenburg, das werden sich auch viele tun. Und schon die Bodenschätzkarten, also die Reichsbodenschätzung, das ist schon was, womit Sie arbeiten können, wenn Sie das wollen. Wenn das den Boden abbildet, muss ich sagen, dort verändere ich die Aussagstärke. Bei Mais habe ich Kunden, die das so machen und sagen, schlechte Böden, wo sowieso weniger wächst oder weniger Potenzial da ist, halt 9 Körner auf dem Quadratmeter, das sind 11 dort, in irgendeiner Spannweite das ausbringen. So, und ich will Ihnen dann sozusagen gleich zeigen, wie Sie diese kostenlosen Daten nutzen können. Und was natürlich auch bei Ihnen allen da sein müsste, sind irgendwelche Beprobungsergebnisse. Grunddünger, Engin, vielleicht auch Ertragsanpassung, EM38, alles, was ich vorhin schon mal in der Folie gesehen habe. So, mein Tipp von eben, einfach anfangen, später verfeinern und sich nicht auf alles andere zu verlassen, sondern am Ende kennen Sie meistens Ihre Flächen am besten. Und Sie, keiner kann ich das nehmen zu sagen, ich habe hier einen Schlag und teile ihn selber in Parzellen ein. Das muss nicht ein Bewerber machen, das muss nicht irgendein Automatismus machen, das können Sie vielleicht am besten, wenn Sie das selber machen. Und sagen, dort wächst es immer am besten, dort ist eine feuchte Ecke, dort ist eine trockene Gruppe und das zeige ich Ihnen dann auch gleich. Und wenn man sich dann fremde Expertise dazu holt, warum nicht, kann nie schaden. So, das andere habe ich schon gesagt, ich muss gleich vorstellen. So, das jetzt so ein bisschen Werbesprüche von uns, das will ich noch gleich demonstrieren. Sie können mit diesem Programm, mit dieser Software, mit Desktop-Software ja schnell ISO-Aufträge erzeugen oder schlägt, je nachdem, was Sie für Maschinen haben, die was verarbeiten können. Und ich werde jetzt Ihnen sowas mal live vorführen. Ich muss mal gucken, dass ich eine Internetverbindung habe, ein Holzbau, das mache ich. So, ich habe jetzt hier mal dieses Programm geöffnet, das Navicat von uns, und fange mal hier mit einer leeren Karte, nennt sich das bei uns, an und will jetzt mal hier für den Bereich mir irgendwelche Daten holen. Ich bin jetzt hier mit dem Internet verbunden und ich fange mal an und sage, ich hole mir jetzt einfach mal Flurstücke. Ich will Ihnen einfach mal demonstrieren, wie Sie schnell an Daten rankommen. Das können Sie natürlich auch im Geoprobe anschauen oder im Brandenburg-Führer anschauen, das kennen Sie alle. Aber Sie könnten das auch weiter nutzen. Güstow, das ist hier westlich von Prenzlau. Und der fragt jetzt den Brandenburger Server des Landesvermessungsamtes ab und holt Ihnen die Flurstücke, Nutzarten und Bodenschätzung. Das dauert einen kleinen Moment, im Moment sind durch die Grundsteuer diese Server ziemlich ausgelastet. Das sollte aber in Zukunft wieder besser werden. Güstow, hier, Gemeinde Prenzlau, Sie sehen das hier, das lade ich jetzt runter. Ne, kein Problem. Güstow ist noch unter den Streuern. Ne, das ist anders. Güstow. So, und wir schauen mal, was da rausgekommen ist. Wir haben erstmal hier ein paar Flurstücke. Und die kommen jetzt hier mit Katasterfläche oder Nutzart und Gemarkung Zehlerländer Flur, was Sie sehen, ohne Eigentümer. Sie bekommen natürlich auch in Brandenburg die Flurstücksdaten mit Eigentümern, wenn Sie dort berechtigtes Interesse nachweisen.
Ich denke mal, viele von Ihnen werden die Daten sich geholt haben. Ist das so? Oder betrete ich jetzt ein Neuland? Ich hoffe nicht. So, was Sie auch mitbekommen, ich hoffe, man sieht das jetzt hier, sind die Nutzarten, die dahinter liegen. Also, wo ist Acker, Grünland, Wald, bebaut und so weiter und so fort. So, was Sie auch bekommen können, ist in Brandenburg die Bodenschätzung. Die holen wir uns genauso für diese Gemarkung. Und die machen wir mal an. Was sehen Sie? Bodenschätzung kennen Sie. Hier wird die Ackerzahl angezeigt. Also von hier reale Daten. Das ist hier, das müsste das Dorf. Hüstu sein sozusagen. Ja, und hier sehen Sie die Ackerzahlen, hatten wir vorhin schon bei dem Vortrag mal gehört. Meist im niedrigen Bereich, hier haben wir mal was Hohes, aber ansonsten gesehen ist sich halt von 10 bis 50, würde ich mal so sagen, oder vielleicht bis 60. Also das ist so eine klassische Verteilung. Und in der Bodenschätzung kommt auch mit die Bodenzahl. Unterschied Ackerzahl, Bodenzahl kennen Sie. Und es kommt mit die Bodenart. So, was kommt hier vor? Wir haben hier halt diesen, müsste ich jetzt mal anlegen, hier Sand und so weiter und so fort. Das ist halt so eine Untergliederung, wie sie halt in der Tasse steht. So eine Riesenskala dahinter. So sind die Bodenzonen. Und jetzt könnte ich ja hergehen und sagen, warum soll sich diese Zone nicht nutzen und danach irgendwas streuen, weil sie ja schon einen Boden abbilden. Als Beispiel. Ich würde mir jetzt noch für diesen Bereich Luftfilter holen, weil das ja auch mal Sinn macht, um auf das Bild dazu zu gucken. Auch die gibt es natürlich kostenlos. Nicht natürlich in Brandenburg, ist es halt so, Gott sei Dank. Wir rufen die mal ab für diesen Bereich. Passiert noch was? Und ich will dort, wo überall Flussstrecken sind, bei mir will ich nicht in Sachsen, sondern in Brandenburg Luftbilder haben. Hohe Auflösung. Luftbilder nennen wir die und los geht's. Und er holt sich die Luftbilder von dem Server herunter. Das sind sozusagen die auch vom Landesvermessungsamt kommen, sind immer die aktuellsten, so wie sie dort verfügbar sind. Und auch diese Luftbilder sagen mir schon viel über meine Flächen aus. Er wird gleich ruhig sein. Jetzt haben wir sozusagen hier so ein paar Flächen eingerichtet und wir tun jetzt mal so, als würden wir hier in diesem Bereich wirtschaften. Ich brauche jetzt noch einen Schlag, den ich jetzt hier einfach mal generiere und sage, mein Schlag, ich kenne das natürlich aus dem Antragsprogramm einlesen, aber ich habe jetzt hier keinen Schläg im Antragsprogramm. Auch dafür gibt es eine Schnittstelle. Ich zeichne jetzt mal hier einen Schlag ein. Das machen wir nur ganz grob, es geht jetzt nur um das Prinzip. So, ich habe jetzt hier meinen Schlag und hier will ich anhand von dieser Bodenschätzung, die ich jetzt mal da drüber lege und mal transparent darstelle, das sind die Bodenschätzbereiche, die es hier gibt. Und ich fange an und sage, ich mache jetzt mal hier für eine Ausbringungsplanung und sage bei, ich gehe jetzt mal in Ackerzahl, mal nur, dass wir irgendwo ein Beispiel haben. Ausbringungsplanung einzelner Schlag.
Und ich muss mir jetzt zusammensuchen, wo kriege ich meine Parzellen. Ja, das ist für die Bodenschätzung. Er sucht jetzt, welche Parzellen von diesen liegen unter dem Schlag. Das sind die hier oben. Und die vier. Oder beziehungsweise ich muss jetzt festlegen, was will ich hier machen. Ich will hier zum Beispiel die Saatdichte verändern. Die Aussaatmenge. Und ich will danach gehen, wo welche Ackerzahlen sind. Und mein Ansatz ist jetzt hier rein theoretischer Natur, wie sie dann in der Praxis umgehen, ist ihre Sache, dass ich sage, ich will verschieden betrachten, bis 20 Bodenpunkte, bis 30 Bodenpunkte und so weiter. Das sind jetzt meine Grenzwerte, die ich händisch ersetzen kann. Und er zeigt mir, wie viel von meinen Flächen sind in welchem Bereich. Also ich habe hier Bereiche, die vom Boden von der Ackerzahl her bis 60 gehen. Und ich lege jetzt fest, in welchem Bereich will ich jetzt welche Aussaatmenge ausbringen. Wir gehen jetzt mal von dem Mais aus und sage, ich meine, hier mache ich 9. Hier 10 Körner in Quadratmeter und hier 11. So, fertig ist meine Planung. Ich berechne die Ausbringung und was herauskommt, ist das, was Ihr Düngerstreuer braucht, Ihre Drillmaschine, nämlich ein Raster, wo diese Werte ausgebracht werden. Das ist das, womit Ihre Maschine arbeiten kann. Das kann ich jetzt immer wieder verfeinern, anpassen, ändern. Dazu sind diese Parameter hier da. Und immer wenn ich die Ausbringung berechne, entsteht eine neue Rasterdatei. Und diese Datei kann ich sofort auf die Maschine bringen, indem ich sage, ich gebe dir eine Auftragsnummer, zum Beispiel die 1. Ich kann mir was eintragen, ansonsten wieder den Schlagnamen. Und ich kann das sofort auf den USB-Stick kopieren, den ich halt in die Maschine, in das Terminal gebe. Dazu brauche ich hier auch den Ordner, den ich angebe. Nehme ich gleich und spiele das auf den Stick und fertig. Und diesen Auftrag, den ich jetzt auf dem Stick habe, ich habe das jetzt hier in so einem Verzeichnis, ziehe ich jetzt aus dem Computer raus, gehe zur Maschine, lade das ein und müsste dann auf dem Terminal diese Ausbringkarte und den Auftrag sehen. So, das war jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, 5 Minuten, um aus dem Nichts heraus hier eine Ausbringungskarte zu erstellen, die sofort auf der Maschine gelesen werden kann. Das zeige ich Ihnen, um Ihnen die Angst zu nehmen, dass man das nicht auch selber schaffen könnte. Jetzt werden Sie sagen, na, das ist jetzt Quatsch, was ich gemacht habe, anhand der Ackerzahl hier irgendwas auszubringen. Machen wir es ein bisschen praktischer und sagen, na gut, Sie kennen Ihre Flächen besser, wir parzellieren einfach selber, machen selber ein paar Parzellen hier rein. Warum nicht? Ich mache das mal. Dazu gibt es ja so ein paar Vorbereitungspunkte. Ich lege mir eine Gruppe an für die Parzellen. Das ist hier so ein Ordner, ein Ordnungskriterium. Gebe den irgendeinen Namen. Ich lasse das jetzt mal alles bei der Voreinstellung. Und ich lege für mich Ertragszonen fest. Also wenn ich Parzellen wilde, muss ich mir ein System ausdenken, wie unterscheide ich die? Mache ich 3 Unterscheidungen, 5 Unterscheidungen, bis 10 geht hier. Ich nehme mal das und sage, ich will das in 3 verschiedene Kategorien einteilen. Meine Ertragserwartung oder mein Potenzial, wie immer ich das nenne. Bin dafür frei, ich muss halt nur wissen, wenn ich solche Parzellen bilde, müssen die sich in irgendwas unterscheiden. Und deswegen vergebe ich ein sogenanntes Ertragspotenzial. So, die Vorbereitung ist beendet und ich fange jetzt an, diesen Schlag zu parzellieren. Und lege hier fest, dass diese Parzellen in diese Gruppe Parzellen hineinkommen und habe hier so ein Tool, wo ich diesen Schlag parzellieren kann. Und Sie werden nur damit anfangen, dass Sie sagen, na gut, erstmal ist der ganze Schlag eine Parzelle für mich oder der komplette Schlag und ein Vorgewende, je nachdem, wie Sie wollen. Und dann teilen Sie praktisch diesen Schlag
Unterzellen ein, in solchen Teilstufen, sodass hier mehrere Unterzellen entstehen. Hier ist eine, hier ist eine. Hier und hier. Jetzt mache ich hier wieder eine neue Teilungslinie und sage hier unten der Bereich, dort ist es immer trocken. So, und diese Zonen, wir sehen sie, die stehen jetzt alle noch auf Null. Immer wenn ich hier antippe, wird die markiert. Das ist hier unten die, das ist die in der Mitte. Das ist die hier. Und hier würde ich sagen, hier habe ich ein hohes Ertragspotenzial, also setze ich das mal auf hoch. Hier ist für mich mein mittleres Ertragspotenzial. Und hier unten ist für mich ein niedriges Ertragspotenzial. So, das ist jetzt meine Parzellierung, sehr grob. Sie können das natürlich von Pfeiler machen, können auch Inseln reinzeichnen, wie Sie wollen. Aber das reicht mir, um das zu demonstrieren. Weil jetzt komme ich wieder zu dem Punkt von eben und sage, ich will hier diesen Schlag einen Ausbringungsauftrag erstellen. Es kommt wieder dieses Werkzeug, und dass ich diesmal das nicht aus der Bodenschätzung speise, sondern aus meinen Parzellen. Er sucht sich die Parzellen, die unter dem Schlag liegen, und ich werde jetzt mal eine Stickstoffgabe planen. So, und dort will ich planen aus den Ertragszonen, die ich festgelegt habe. Und da sehe ich, von meinem Schlag liegen im Bereich mit niedrig 10,44 Hektar, im Mittelbereich 49 und im Hoch 7 noch was Hektar. Und ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich will jetzt bei dieser Gabe ausbringen bei niedrig 50 Kilo je Hektar, bei Mittel 70 und bei dem Hoch 80 Kilo. Ich berechne die Ausbringung und hätte auch schon wieder ein Ausbringungsraster, was ich direkt zur Maschine geben könnte. So, ich kann solche Aufträge auch sammeln, dass ich gleich mehrere in einem Task-Data übergebe. Und ich kann das auch gruppenweise tun, dass ich sage, alle Winterabschläge, die Parzellen haben, will ich jetzt nach diesem Schema zum Beispiel düngen. Ich habe die Möglichkeit, schon den Gehaltswert zu berücksichtigen. Jetzt gehe ich hier vom 100% Gehalt aus. Ich sage jetzt mal, ich habe ein 27%iges Düngemittel. Dadurch erhöhen sich natürlich die absolut ausgebrachten Mengen. Sehen Sie hier an den Zahlen und da sehen Sie auch an den Gesamtzahlen, was sich hier an Menge von Dünger oder Saatgut oder was auch immer ich ausbringe, brauche. Und wenn ich irgendwelche Zonen habe, die ich nicht geplant habe, dass ich jetzt nicht überall Parzellen habe, kann ich auch einen Wert festlegen, der sonst genommen wird, der also dort zur Anwendung kommt, wo keine Parzellen sind. So, habt ihr das wieder fertig geplant? Jetzt könnte ich wieder hergehen und könnte diesen Auftrag zwischenspeichern oder direkt ausgeben. Wie auch immer ich das machen will und kann das zum späteren Zeitpunkt herausnehmen. So könnte ich jetzt meine Schläge durchplanen und dann mit diesem Ausbringungsplaner das auf die Maschine bringen. Wer jetzt Geräte oder Maschinen hat, die ISO XML nicht können, ist außerdem die Möglichkeit, einen Shape-Export zu machen, also ein Raster-Shape oder ein Shape, was halt zum Beispiel mit dem Greens verarbeitet, Greens 2, 3 haben sicher noch viele. Dort gibt es diesen Trick mit diesem RX-Verzeichnis, dort, wie es so wie es dargestellt ist, und es auch nochmal im Handbuch nachlesen können. So, das zur schnellen Planung und als dritten Weg, ich will ja mich kurz fassen, komme ich nochmal zurück auf das vom Vorweg noch vom Herr Leithold und ich lade mal so eine Karte ein, wenn es solche Analyse wäre. Haben Sie vorhin schon mal gesehen? Was wird jetzt hier dargestellt? Das sind echte Werte, die Gehaltsklassen vom Phosphor, die Gehaltsklassen vom pH-Wert und so weiter und so fort.
Und auch hier könnten Sie wieder sagen, was hat das jetzt für mich für Konsequenz, was dünge ich danach? Und dazu nehmen wir uns jetzt mal vor, die, hier sind wir chemischen Roten, Phosphor. Ich gehe wieder in den Ausbringungsplaner, suche mir einen Schlag aus, hier meinen Testschlag, und suche mir hier das Ergebnis der Beprobung. Das Programm sucht sich wieder die Parzellen, die unter dem Schlag liegen und welchen Anteil. Ich möchte diesmal ausbringen Phosphor. Und zwar nach den Werten, die, was wollte man, Phosphorgehaltsklassen. So, hier tritt Folgendes ein. Er sucht jetzt nach diesen Gehaltsklassen in diesen Parzellen und zeigt mir wieder an, wie viel Fläche in welcher Gehaltsklasse liegt. Und hier habe ich wieder die Möglichkeit zu sagen, bei einer B gebe ich 100 aus und so weiter und so fort. Also kann ja mit absoluten Werten planen, kann wieder sagen, wie ist mein Nährstoffgehalt im Dünger, was passiert in Flächen, wo nichts ist, kann mein Ausbringungsraster erstellen und hätte sofort ein Raster, was ich sofort auf die Maschine bringe. Das heißt, durch die Möglichkeit solcher Importe, Werbeprobe bekommt in der Regel auch solche Schäbdateien. Die gibt es, wenn Sie nicht gleich dazu sind, auf Abruf mit Sicherheit, bei der Agrimenweise zum Beispiel, oder bei Agroplan war das ja auch so. Und dann gibt es eine Schnittstelle, wo Sie diese sofort einlesen können, sodass Sie sich dort über, über den weiteren Verlauf keine Gedanken machen müssen. Das Programm zeigt Ihnen dann sofort an, mit den Gehaltsklassen, mit den Werten. Und auch wenn Sie dort eine Düngerempfehlung bekommen, können Sie sofort auch diese Düngerempfehlung auf die Maschine bringen. Indem Sie halt auswählen, ich will direkt einen Wert aus dieser Datei ausbringen. So, die Wege, die ich jetzt beschrieben habe, war wie gesagt einmal aus solchen Fremddaten wie Bodenbeprobung, was ich denke mal hauptsächlich so sein wird, dass Sie das nutzen können. Dann habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie selbst Parzellen erstellen können und diese Parzellen so gestalten, so wie sie in Ihrer Praxis sind oder wie Sie Ihre Felder kennen, wie das Ertragspotenzial ist und dann diese Parzellen ansprechen und die Aussage in den Düngewert eintragen. Oder Sie können zum Beispiel mit so einer Bodenschätzung anfangen und sagen, wenn bei mir die Bodenschätzung gut trifft, warum nicht nutzen? So, das ist meine Exkursion jetzt in die Software. Hat soweit alles super funktioniert. Und ich schwenke nochmal kurz rüber ins PowerPoint. Das hatte ich Ihnen jetzt gezeigt. Das nochmal dazu, wie kommt das jetzt auf die Maschine? Und dort ist es, muss man sehen, wie es dann konkret bei Ihnen ist. USB-Stick ist immer noch das Einfachste. Fällt mit dem Wahlprodukt, dann braucht man halt Zugangsdaten. Die müssen am Tag X dann auch parat sein. Bei Mike schon hier kriegt man in das Portal Schulden, Ausbringungsaufträge rein. Wo man sich Gedanken machen muss, wer jetzt mit zwei Dungersteuern gleichzeitig fährt, die auf dieselben Felder arbeiten, wie man das logistisch macht, das ist ja auch mal so eine entscheidende Frage. Und ein wichtiger Punkt, das Rücklesen der Aufträge, weil so ein ISO-Auftrag, wenn es ein konkreter ISO-Auftrag ist, dann schreibt er auch Werte zurück. Und das macht schon manchmal Sinn zu gucken, was ist tatsächlich draußen dann passiert. Bieten wir die Möglichkeit, bei uns in der Schlagdatei die dann auch zu verwerten und daraus Maßnahmen zu machen. So. Ergebnisse gehe ich jetzt nicht drauf ein. Nochmal ein Hinweis, also Sie können das Programm, dieses Navicat, bei uns mal sich freischalten lassen, wenn Sie mal sagen, ich möchte das gerne mal testen, ob das auch mit meiner Technik funktioniert. Diesen Weg geht mir sowieso immer, wenn Sie sowas planen, am Ende kommt das nicht auf der Maschine an, macht es keinen Sinn. Und ich bin noch ein bisschen hier, wer auch welches Informationsmaterial noch haben will, kann das von mir gerne bekommen. Fragen? Also ich bin im Anschluss noch ein bisschen da, wer da konkret Fragen nochmal hat. Jetzt bin ich ziemlich schnell durchgegangen. Wahrscheinlich
gut in der Zeit, hoffe ich. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.